Moin, zu Tipps und Tricks in EEP. Ja, aufgrund von Anfragen, man hätte in meinen Videos gesehen, dass unter den Kategorien eine Strukturierung ist und ob ich dazu mal was sagen bzw. erklären kann. Das Ganze möchte ich also heute mal annehmen und euch mal aufzeigen, wie ich da vorgegangen bin. Wenn ihr EEP installiert habt, findet ihr eigentlich so, wie es hier zurzeit zu sehen ist, diese Ordner, wo also unter Gleisobjekte alles, was unter dem Gleiseditor sich befindet, an installierten bzw. gescannten Modellen, befindet ihr hier unter Gleisobjekte. Beim ersten Mal ist der Ordner selbst definierte Kategorien zwar angelegt, aber er ist leer. Wenn ihr euch jetzt selbst eine Kategorie aufbauen wollt, könnt ihr also den Ordner entsprechend öffnen, beziehungsweise wenn noch keine weiteren Ordner drin sind, dann geht ihr eigentlich hier oben auf die selbst definierten Kategorien und sagt Einfügen einer neuen Kategorie. Nehmen wir mal eine neue Kategorie, die wir einfach mal YouTube nennen. So, und da sollen also jetzt alle Gleisobjekte, die sich also in einem Gleiseditor hier befinden, sollen dort abgelegt werden. Die Modelle selbst werden dort nicht abgelegt, sondern ihr macht also nur einen Link zu den Modellen, die in eurem Bestand sind. Deswegen auch keine Angst, wenn euch das nicht gefällt. Ihr könnt also diese Ordner auch jederzeit wieder löschen. Das heißt also, die Modelle sind auch weiterhin in eurem sogenannten Ordner in EEP vorhanden. Wenn ihr also jetzt hier bei YouTube wieder einen weiteren Ordner anlegen wollt, den allen nennen wir jetzt mal einfach Bahn. Und unter Bahn wollt ihr eigentlich alle Weichen von GK3 ablegen. Dazu gehe ich also immer dann hin, wenn ich also neue Modelle entsprechend mir zugelegt habe und gescannt habe, dann findet hier unter neue Modelle, zuletzt installierte, alle Modelle, die ihr zuletzt entsprechend gescannt habt. Hier sind einige durcheinander, das heißt also Prellböcke, Weichen, Drehscheibe, das sind also Modelle, die letzte gescannte Modelle war eine Anlage, jetzt weiß ich nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube, historisches Hamburg-Pfeilerbahn. Von daher sind die Modelle also hier drin. Aber man sieht schon, da sind also auch GK3-Weichen drin. Und jetzt kann man also hingehen und sich die Weichen hier in seinem selbst erstellten Ordner rüberschieben. Das Ganze funktioniert, entweder gehe ich in den obersten rein, drücke die linke Shift-Umstelltaste oder Shift-Taste und sage, bis hier unten möchte ich alle Modelle entsprechend rüberschieben in meinem eigenen selbst erstellten Ordner. Oder mit der linken String-Taste kann man auch einzelne Modelle entsprechend hier rauswählen und kann also diese zurüberschieben. Wie das, man kann auch einzelne rüberschieben, das heißt also, ich gehe jetzt, klicke das Modell, was ich haben möchte, an, drücke die linke Maustaste und ziehe mir das Modell in meinem Ordner. Und so habe ich jetzt also jetzt hier meine einfache Weiche, die ich also ausgewählt habe, in dem Ordner Weichen GK3 einsortiert. Wenn ihr also mal ein, Entschuldigung, wenn ihr also ein Modell mal nicht mehr haben wollt, könnt ihr das Ganze auch mit der Entferntaste aus dem Ordner wieder löschen. Wie gesagt, das war jetzt nur der Link zu eurem Modell, von daher kein Problem, könnt ihr auch einzelne Modelle entsprechend wieder entfernen. Wenn wir jetzt alle haben wollen, wie gesagt, drücken wir sie hier und schieben uns das Ganze eben halt in den Ordner Weichen. Jetzt bekommt ihr natürlich hier eine doppelte Menge aufgezeigt. Warum? Weil der Ordner, wo ihr das reinkopiert habt, entsprechend aktiviert ist
Das ist zu erkennen, indem hier oben über den Ordner ein kleiner Pfeil sich befindet. Das finde ich so ein bisschen unpraktisch. Schön wäre es, wenn der Ordner, wenn er geöffnet wäre, vielleicht eine andere Farbe bekommen könnte, weil wenn ihr jetzt hier aus diesem System irgendein Ordner, kann ich ja mal aufzeigen, irgendein Ordner zum Beispiel Werkhallen, jetzt ist aber dieser zu. Das heißt also, ihr müsst jetzt suchen, wo befinden sich also meine entsprechenden Modelle, die hier unten aufgelistet sind. Und wenn ihr eine ganze Reihe habt, hier unter diesen Gleisobjekten sind noch nicht so viele, aber wenn ihr eine ganze Reihe habt, dazu kommen wir gleich mal bei Objekten rein, werdet ihr schon feststellen, dass es sehr, sehr, sehr aufwendig ist, hinterher den Ordner, weil der Pfeil ziemlich klein gehalten ist, diesen wieder zu finden. Und nun habt ihr aber jetzt, gehen wir mal darauf zurück wieder, habt ihr den Ordner Weichen GK3 eingerichtet und alle Modelle, die ihr dort hinein eingeschoben habt bzw. kopiert habt, befinden sich also in den Ordner. Wie gesagt, das ist nur ein Link zu euren Modellen. Und so könnt ihr also das Ganze jetzt auch weiter aufbauen, dass man hingeht und sagt, jetzt alles, was mit Prell Böcke will ich auch haben, weil ich die zufällig gesehen habe, auch von GK3. Das heißt also, auch die aktivieren wir alle, schieben uns die hier in die Prellböcke rein. Und schon habe ich die Prellböcke von GK3 hier entsprechend eingerichtet. Ist euch der Name von diesem Ordner nicht eindeutig, kann man also noch hingehen und sagen, Kategorie umbenennen. Dann kann ich also das Ganze hier sagen, okay, GK3, Prellböcke von GK3. Ihr könnt aber auch hingehen, den ganzen Ordner entsprechend auch wieder löschen, dass ich sage, okay, ich klicke also den Ordner an, einmal die rechte Maustaste und dann sagen, Kategorie löschen. Dann werdet ihr nochmal abgefragt, möchtet ihr wirklich mit den Einträgen den Ordner löschen? Jawohl. Und ihr habt wiederum den Ordner entsprechend aus eurem eigenen selbstdefinierten Register wieder gelöscht. Ihr könnt auch einen ganzen Ordner löschen mit allen unteren Ordnern, indem wir jetzt sagen, unseren Ordner YouTube, den brauchen wir nicht mehr, den wollen wir löschen. Auch hier wiederum die Abfrage, jawohl. Und damit habt ihr also entsprechend das Ganze wieder gelöscht. Das war jetzt zu diesen Gleisobjekten. Anders sieht es natürlich aus, zum Beispiel bei den Landschaftselementen. Gerade hier gibt es ja doch sehr viele Modelle, die im Bereich Landschaftselemente zu finden sind. Sei es landschaftliche Modelle, sei es Menschen, Figuren, Personen und, und. Auch hier wiederum habe ich mir also einen sogenannten Ordner mit mehreren unteren Ordnern entsprechend eingerichtet. Auch hier könnt ihr wieder hingehen und sagen, okay, ich richte mir jetzt also selbst eine Kategorie ein, wie die Kategorie also entsprechend heißen soll, beziehungsweise ob darunter natürlich noch weitere Ordner mit Kategorien sind, bleibt also euch selbst überlassen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Personen. Hier seht ihr schon, habe ich also zig weitere Ordner noch angelegt. Einmal allgemein, dann habe ich hier einmal mit älteren Personen, dann habe ich also animierte, dann habe ich also hier nochmal unter Arbeit auch weitere Ordner, allgemein, alle, die zur Autopanne gehören, dann zur Bundeswehr, Feuerwehr, dann die Maler und so weiter. Das gleiche natürlich auch. Hier im Kindergarten, da habe ich einmal unter dem Kindergarten noch die Personen, auch die Erwachsenen und unter Kinder nochmal entsprechend die bei dem damaligen Set dabei waren, entsprechend reinkopiert. Das gleiche sieht natürlich bei Sport genauso aus.
Hier habe ich mir unterteilt, einmal den Fußball und einmal den Tennis. Und so kann man sich also entsprechende Ordner anlegen, dass man also hinterher, wenn man eine Anlage baut, entsprechend schnell Personen bzw. entsprechende Modelle auch wiederfindet. Das Neueste ist eben halt hier zum Beispiel bei der Hochzeit. Und so kann man das Ganze auch im Bereich Landschaft machen. Das habe ich auch mal gemacht. Jetzt kommt natürlich eine ganze Reihe von Unterordnern, wie zum Beispiel nochmal bei den Bäumen. Hier habe ich also entsprechende Chausseebäume, entlaubte Obstbäume, Sommerbäume. Aber das bleibt, wie gesagt, jedem selbst überlassen, wie er das Ganze entsprechend einrichten möchte. Und vor allen Dingen aber auch, welche Modelle habe ich denn überhaupt? Die ganzen Büsche von RE1 zum Beispiel habe ich alle unter Buschgruppen RE1 reingeschoben, so dass ich also auch mal schnell entsprechend Büsche finde. Die meisten, die kennen das ja alle, wenn man dann eben halt eine Anlage baut, dann geht natürlich hinterher die Sucherei los. Wo habe ich welches Modell? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt hier reingeht und sucht jetzt sich einen Busch, kriegt man das Ganze natürlich auch aufgelistet, aber man rutscht hier jetzt durch. Alles, was mit Büsche ist, wird also jetzt hier aufgelistet. Natürlich kann ich jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich suche also jetzt hier alles, was mit einer Gruppe zu tun hat. Das heißt also ein Teil aus einem Wort heraus. Auch hier zum Beispiel habe ich dann alles, was mit Gruppen zu tun ist, habe ich aufgelistet. Es gibt aber viele Modelle, die eben halt Namen haben aufgrund ihrer Vielzahl, wie zum Beispiel unter Straßen. Da finde ich zum Beispiel hier von AS3, aber auch andere Konstrukteure, die haben zum Beispiel Einspur EP4, MSD, RE ohne Rasen. Das sind natürlich Namen, die kann man sich nicht merken, weil man da auch nicht ständig mit zu tun hat. Zum Beispiel Einspurfahrbahn hier auch von AS3 mit 1000 mm, 1400 und so weiter. Dann gibt es auch von PB1 oder von RE1, DH1, alles solche Straßenbenamen, die man eben halt auch nicht so eindeutig, ja, finde ich jetzt, im Moment nicht wieder. Also die sage ich jetzt mal entsprechend. Hier zum Beispiel auch von DH1, RP, Einweg, Asphalt, R, OK. Ja, das sind also, ist also diese Straße hier. Und da bin ich also hingegangen und habe mir auch hier entsprechend einen Ordner angelegt, um diese Straßen dann speziell von DH1 oder von RE1, AS1 oder wie auch immer alle im Modellbestand sind, dort abzulegen. Bei den Objekten sieht es natürlich nicht anders aus. Auch hier wiederum reichlich entsprechende Unterordner angelegt. Zum Beispiel gibt es also jetzt hier den Ordner mit Häusern. Darunter befinden sich natürlich wieder reichlich Unterordner. Einmal 45 Grad Häuser oder die ganzen Altbauten. Oder Dorfhäuser oder auch entsprechende Gewerbegebäude und so weiter und so fort. Auch hier, wie gesagt, muss jeder sich für sich selbst entscheiden, welche Ordner lege ich an und wie unterteile ich mir diesen Ordner weiterhin, so dass man das Ganze auch hinterher noch wieder so richtig findet. Zum Beispiel bei Müll, da geht es jetzt schon da, Altbauten, das nehmen wir mal raus.
Müll und Schrott habe ich alles, was mit Container, Abfallcontainer, Altglascontainer und so weiter mal im Laufe der Zeit entsprechend eingescannt habe, habe ich also darunter abgelegt. Natürlich gibt es Modelle, die entsprechend, wenn man sie gescannt hat, mit unterschiedlichen weiteren Modellen ausgestattet sind. Zum Beispiel ein Haus mit Tisch und Stühle. Da ist natürlich die Frage, wo packe ich jetzt was hin? Dann muss man sich eben halt einmal die Mühe machen. Schauen wir mal hier, zum Beispiel wie hier, habe ich einmal die Kulissen von der Pfeilerbahn. Dann habe ich zum Beispiel eine Handkarre, ein Auto als Immobilie. Jetzt muss ich sehen, dass ich also hier diese Sachen entweder entsprechend in verschiedenen Ordnern packe oder wenn es sich um eine komplette Anlage handelt, gehe ich also hin und sage, ich nehme mir einen Ordner, in dem Fall Anlagen nenne ich den. Und da packe ich also alle meine Anlagen, die ich habe, entsprechend rein. Lege also noch meinen Ordner an mit dem Namen der Anlage. Und da gehe ich also jetzt hin und packe alles, was da rein ist, packe ich also in diesem Ordner entsprechend der Anlage herein. Warum mache ich das so? Weil teilweise Modelle in dem Falle schon vorhanden sind. Das heißt also, ich habe also entsprechend hier das Ganze nochmal unter der Anlage abgelegt und habe nicht in verschiedenen Ordnern das Ganze doppelt. Ja, das Gleiche kann man natürlich auch in 3D machen. Auch hier bei den Splines habe ich mir also nochmal entsprechend in der selbstdefinierten Kategorie weitere Ordner angelegt. Da ich ja hauptsächlich nur noch mit GK3 Gleisen arbeite, habe ich mir also alle Gleise, die ich also von GK3 habe, entsprechend in den Ordner hier hereingeschoben. Das gleiche natürlich auch bei den Gleisobjekten. Hier bin ich also hingegangen und habe auch unter Gleise die Weichen von GK3 entsprechend abgelegt, so dass ich also hier alle Weichen, die ich von GK3 im Moment habe, entsprechend abgelegt habe. Ja, und so kann man sich dann also entsprechend selbst Kategorien einrichten und entsprechend strukturieren. Wie gesagt, wie das Ganze natürlich strukturiert werden soll, muss also jeder für sich selbst entscheiden. Da kann ich auch keinen Tipp zu geben, weil jeder hat so seine eigenen Gedankengänge, wo was drunter zugehört, beziehungsweise wo er was drunter ablegen möchte. Auch hier bei Baustelle gibt es eben als Gleisobjekte Modelle. Das Ganze aber auch dann wiederum unter Immobilien. Auch hier wiederum gibt es eine Vielzahl von Ordnern, die ich angelegt habe. Alles, was zum Beispiel mit Brücken, Überführungen, Unterführungen zu tun hat, liegen also hier drunter. Und so hat man also doch mal etwas schnelleres Finden, als wenn man das Ganze untersuchen geht, vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, wie das Modell genau heißt. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, oder die Fragen waren sogar mehrere, wie ich das Ganze jetzt hier strukturiert habe und katalogisiert habe. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, euer Heinrich.